So, ich habe hier nun also so eine kleine Liste. Nettobetrag, Mehrwertsteuerbetrag 19%. Was ergibt das brutto? No, ist ganz klar die Summe aus Netto und Mehrwertsteuer. Aus irgendwelchen Gründen möchte ich jetzt mit diesen Werten irgendwas weitermachen und denke mir wunderbar, ich kopiere das und füge das jetzt meinetwegen hier in diese Spalte ein. Was passiert, ist natürlich 0. Der Wert ist 0. Warum ist der Wert 0? Weil bei diesem Kopieren einfach wieder so vorgegangen wird wie hier. Hier heißt es ja, Spalte C, nehme den Wert aus Spalte A plus Spalte B. Also nimm das, was zwei Spalten links von mir steht, plus das, was eine Spalte links von mir steht, und bringen wir das Ergebnis hier hin. Und das macht er hier natürlich auch, das soll er übertragen. Das ist nämlich F plus G gleich H. Ne? Und das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte hier die Werte haben. Was kann ich also tun? Da hilft uns in der Tastenkombination weiter. Also ich kopiere hier wieder Steuerung C, gehe jetzt mal auf F, egal, und wähle jetzt Steuerung Alt und V und bekomme dann diese zusätzliche Auswahl. Und zwar werde ich jetzt gefragt, was möchte ich denn gerne einfügen? Möchte ich Formeln, Werte, Formate, Kommentare, Gültigkeit? Was soll hier eigentlich passieren? Ja? Und in diesem Fall will ich aber nur die Werte haben. Ich möchte nur die Zahlen haben und nicht die Formeln. Ja? Also einfach hier auf Einfügen Werte klicken. Okay. Und jetzt funktioniert das hier natürlich auch wieder. Das lösche ich mal wieder raus. Das verwirrt nur. Und jetzt habe ich hier nicht mehr eine Formel, sondern die Zahl stehen. Ja? Also, mit einer einfachen Tastenkombination kommen wir hier weiter, müssen nur noch eine Sache auswählen und dann kommen wir wieder klar. Aber man muss natürlich dran denken, wenn sich jetzt hier was ändert, zum Beispiel auf 5 Euro, dann wird das hier natürlich neu berechnet, aber das hier aktualisiert sich nicht, weil ich ja nur einmal den Wert hier übertragen habe, nämlich so wie es vorher war. Eine Aktualisierung habe ich hier nicht. Aufpassen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.